Pistolen in den Hof oder andere Waffen. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie einzeln heraus. Dann passiert Ihnen nichts. Frankfurt. 1. Juni 1972. Eine Jagd geht zu Ende. Also nach meiner Erinnerung stand er so und hatte die Hand entweder auf dem linken oder auf dem rechten Oberschenkel mit der Pistole. So habe ich das in Erinnerung. Ich selbst war mit einem Lautsprecherwagen vielleicht, 10 Meter von der Garage entfernt da vorne gestanden. Die einzige Chance ist, dass Sie am Leben bleiben. Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen beugen. Ja, klingt seltsam nach 30 Jahren, muss ich also sagen. Kommen Sie doch heraus, was wollen Sie da drin haben? Ich habe mich mit Bader ja sehr intensiv befasst. Aber als er dann vor mir da vorne lag, ich hätte nicht schwören mögen, dass das der Bader ist. Obwohl alle meine Mitarbeiter und Kollegen gesagt haben, das ist der Bader, das ist der Bader. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die nach Ansicht der Polizei gefährlichsten Mitglieder der Barner Meinhof-Gruppe sind gefasst. Seit seiner gewaltsamen Befreiung aus der Haft in Berlin am 14. Mai 1970 gehört Bader zu den meistgesuchten Personen in der Bundesrepublik. Die Studenten gehen auf die Straße gegen die nicht aufgearbeitete Nazi-Vergangenheit im Land und den Vietnamkrieg der Amerikaner. Die außerparlamentarische Opposition, kurz APO, entsteht. Der Staat reagiert hart. Die Bewegung radikalisiert sich. Die friedlichen Studentenproteste verwandeln sich in gewalttätige Straßenschlachten. Terroristische Gruppen bilden sich. Die Zeit ist reif für Gegengewalt. So propagieren es die selbsternannten Stadtguerilleros der Roten Armee-Fraktion. Gesellschaftliche Veränderung ist nur durch die Waffe möglich. Der Bundesrepublik wird der Krieg erklärt. Eine Spirale der Gewalt kommt in Gang. Eine Republik verändert sich. Gesetze werden verschärft, der Fahndungsapparat ausgebaut. Die Bilanz bis zur Auflösung der Roten Armee-Fraktion: 67 Tote und 230 verletzte Menschen. Opfer auf beiden Seiten. Begründer der RAF, Andreas Bader. Ein Dandy und Kleinkrimineller wird zur größten Herausforderung für die Bundesrepublik in den 70er Jahren. Charismatischer Stadtguerillero und Mörder. Staatsfeind Nummer 1. Politischer Kopf der RAF. Ich habe ihn nicht als politisch empfunden. Jemand, der ein Macher ist, der was tun will, der sich in Szene setzen möchte. Vielleicht auch ins Geschichtsbuch. Er war ein richtiger, bürgerlicher Politiker. Obgleich er genau das Gegenteil machte, hatte er die Qualitäten, die man als bürgerlicher Politiker braucht. Er war sehr machtbewusst, sehr zielbewusst und er war taktisch ausgesprochen gewandt und klug. Ich kann es überhaupt nicht erklären, was es war. Er war gegen das Leben, gegen die Welt, gegen alles gegen und alles in Arschlöcher. Der hat ziemlich dümmlich diskutiert, ja. Das heißt, es war sehr plakativ.
immer mit einer zynischen Lache im Gesicht. Naja, er wollte ein, sagen wir mal, ein angenehmes Terroristendasein führen, so mit großen Hotels und feiner Unterwäsche und immer Geld in der Tasche, tollen Autos. Revolution wird bei ihm schon eine Rolle gespielt haben, aber ob das die wirkliche Triebfeder gewesen ist. Andreas Bernd Bader, 1943 in München geboren. Der Vater Historiker, im Krieg verschollen. Nach dem Tod des Vaters schlägt sich die Mutter als Sekretärin durch. Das Einzelkind Andi wächst bei ihr und der Großmutter auf. Ein geliebter Junge mit Anpassungsschwierigkeiten. Wegen Prügeleien und unzureichender Leistung. Trinken. Er suchte auch immer Leute, wo er so ein bisschen brillieren konnte. Ne? Er wollte vor allen Dingen immer, dass was passiert. Ne? München, Sommer 1962. Es kommt zum größten Jugendaufstand in der noch jungen Bundesrepublik, die Schwabinger Krawalle. Auslöser: zwei Musiker hatten nach 22 Uhr Gitarre auf der Straße gespielt. 5 Tage lang wird die Straßenschlacht dauern. Mittendrin der 19-Jährige. Er wird als Redelsführer festgenommen. Über ein Jahrzehnt später werden die Polizeiakten beim Stammheim-Prozess wieder auftauchen. Auszüge aus der Vernehmung. Ich wurde in der Einmüllerstraße festgenommen. Ich habe gesagt, dass das Benehmen der Polizei eine Schweinerei ist. Gestern habe ich furchtbare Misshandlungen der Leute durch die Polizei beobachtet. Ein alter Mann wurde von der Polizei so furchtbar verprügelt, dass man meinte, er wäre tot. Während des ganzen Abends befand ich mich in Begleitung meines Freundes Holm von Czettritz. Heute lebt der Grafiker Holm von Czettritz in Hamburg. Beide hatten sich 1959 auf einer Künstlerparty in Schwabing kennengelernt. Eine Freundschaft, die auch noch während Baders Zeit im Untergrund Bestand hat. Die Schwabinger Krawalle war ja eigentlich so ein abstrakter Aufstand. Es ging ja um nichts. Ne? Und dann kam berittene Polizei und jagten die Leute dann durch die Straßen. Und dann kam die berittene Polizei von der anderen Seite und haben die zusammengeknüppelt. Also unglaublich. Ne? Und das wurde dann, kam dann die Presse noch am nächsten Tag, da wurde darüber berichtet und so. Es wurde immer mehr, ne? Bis das dann so zum Massenaufstand wurde. Ne? Nach Meinung der Mutter, hier 1977 in einem Fernsehinterview, eine prägende Erfahrung für ihren Sohn. Da kam er nach Hause und sagte zu mir, weißt du Mutter, in einem Staat, wo Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende junge Leute vorgeht, da ist etwas nicht in Ordnung. Das war die erste politische Äußerung. Seinen Gelegenheitsjob als Schlafwagenschaffner bei der Bundesbahn wirft er hin und zieht nach Berlin. Angeblich, um Journalist zu werden. Mit der studentischen Protestbewegung in den folgenden Jahren hat er zunächst wenig zu tun. Andreas fällt eher durch Kneipenschlägereien auf. Er hatte eine lange Vorstrafenliste, schon als er nach Berlin ging. Ich glaube, 1963 war das. Nicht? Er hat Autos geklaut, er hat Motorräder geklaut, er ist mit 120 Stundenkilometer mit dem Motorrad durch den englischen Garten gesaust, er hat Diebstähle begangen. Also er hatte eine sehr starke kriminelle Energie. Das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass er Autos geklaut hat. Ich hätte mir das erzählen müssen, oder hätte es mir auch erzählt, um auch damit zu prahlen. Ne? Berlin-Charlottenburg. Mit seiner neuen Freundin Ello Michel teilt er sich ab 1964 eine großbürgerliche 5-Zimmer-Wohnung. Wenig später zieht die Schauspielschülerin Traudel Haas bei dem Paar ein. Wow. Irre. Ja. Genau. Ja, das sah früher alles ganz anders aus, natürlich irgendwie. Das war total alt, so alter Berliner Stil mit alter Spüle und so weiter. Und da muss man sich vorstellen, dass hier an dieser Tür war ein riesig hoher, bis hierhin, so ein Müllberg. Und ja, hier war auch so von Andreas, das war sein Areal sozusagen irgendwie. Da kam man morgens rein. Ihr schlurft morgens eigentlich nicht, so erst so gegen mittags, meistens in Unterhosen und machte sich hier einen Kaffee erstmal so. Irgendwie so.
Andreas Bader hatte die Malerin Fang 1964 in einer Berliner Schwulenbar kennengelernt. Wie ein Prinz hat er gelebt. Und dann wurde auch sehr verwöhnt, immer frische Hemden. Ich musste ihm die Hosen nähen, weil die Hosen ihm nie zu eng waren von den Kaufhäusern und so. Ich musste selbst nähen. Und die Hemden mussten immer gebügelt sein und so. Also richtig Luxuskind. Das Luxuskind lebt vom Geld seiner Freundin Ello, das diese durch den Verkauf ihrer Bilder erzielt. Daran ändert sich auch nichts nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Suse 1965. Dann ist er als Gerichtsreporter 3 Wochen, hat er gearbeitet. Da kam mal ein Bericht in der BZ von ihm, ja. Und es war auch alles. Dann war es wieder Schluss. Der hatte keine Lust zum normalen Dorf arbeiten oder was. Dazu hatte er überhaupt nicht, gar keinen Gedanke daran. Der hat Ello auch unheimlich scheiße behandelt, muss man einfach sagen. Und hat die eigentlich auch angeschrien und manchmal, glaube ich, auch wirklich geschlagen. Und also einfach so seine Launen an der auch ausgelassen. Einmal wollte ich abhauen, dann hat er mir in die Nase gebissen. Da konnte ich nicht mehr aus dem Haus. Richtig die Nase. War richtig angebissen. Einfach ein Arsch, ein Idiot. Also so ein Blödmann. Ein Angeber, ja, ein Proll.